Ja, Leute, und damit ein herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von The Elder Scrolls 5 Skyrim. Schöne Kulisse. Sehr, sehr schöne Kulisse. Wirklich sehr, sehr schöne Kulisse. Ja, Leute, wir sind gestern stehen geblieben bei meiner Dummheit, dass ich hier absolut falsch gelaufen bin. Und ich gerade immer noch falsch laufe. Geil. Sehr geil, Kevin. Ach Mensch, Leute, das ist schon wieder Premium. Was ich hier für einen Umweg laufe. Oh mein Gott. Aber ich glaube, man konnte auch nur durch einen kleinen Bug, wie gesagt, durch. Aber das ging ja vorhin nicht, dass du da abkürzt. Ich glaube, man muss hier sogar außen rumlaufen. Ich bin mir da gerade nicht ganz sicher. Aber ich glaube, das ist schon richtig so. Beziehungsweise normal so, dass wir hier rumlaufen. Unsere Gefährtin ist immer noch nicht zu sehen, die liebe Lydia. Ja, auf jeden Fall habe ich nochmal eine kleine Nachforschung angetrieben, weil ich wissen wollte, wie viel Schreie es gibt. Hier, Drachenschreie. Es gibt, wie gesagt, von jedem Schrei drei Variationen, beziehungsweise eigentlich von jedem. Ich glaube, es gab sogar einen, der nur zwei Variationen hat. Und das auch vom Spiel gewollt aus. Ich bin mir da aber nicht zu 1 Million% sicher, aber zu 99% sicher, dass das so war. Aber es gibt 20 Schreie. Ich war komplett überrascht, als ich gesehen habe auf dem Spielstand auf 360, dass es 20 Schreie gab. Ich war voll irgendwie bei 10 bis 13. Da muss ich irgendwas verwechselt haben mit einem anderen Spiel. Ja, es gibt 20 Schreie. A, 3 Versionen, wenn man mal so grob rechnet. Wären das dann 60 Schreie im Endeffekt, die man lernen muss, beziehungsweise Wörter. Was sind Schreie? Und was sind die Wörter? Die Wörter sind ja eigentlich aus der Drachensprache abgekupfert, ne? Ja, ihr seht schon. Es war gewollt, dass wir hier langlaufen. Ja. Ach, Mann. Ja, Leute, dann hatte ich doch nicht den falschen Weg eingeschlagen, sondern habe halt bloß den Fehler sozusagen nicht gefunden. Und deswegen kürze ich auch immer gerne mal ab, weil es dann halt auch für euch etwas schneller vorangeht. Den Berg killen wir auch gleich noch. Er soll uns ruhig hitten, einfach aus dem Grund, weil ich den Wiederherstellungszauber leveln kann. Und ja, die Rüstung levelt sich dadurch ja auch. Du hast dich infiziert mit... Geil, ich habe eine Krankheit bekommen und wir werden jetzt gleich mal gucken, weil die habe ich noch gar nicht gehört. Ich war nämlich mit meiner anderen Rasse... nämlich... Knochenbrecherfieber entzieht 25 Punkte Ausdauer. Belastend. Jetzt haben wir nur noch, wartet hier, 175 Ausdauer. Ja, das können wir heilen, indem wir zu einem Tempel gehen, um das kurz zu sagen, oder halt den Segen allgemein haben, oder uns einer kleinen Truppe anschließen. Das werde ich aber bei Gelegenheit dann ansprechen. Wie gesagt, ich möchte nichts vorne wegnehmen. Ich könnte hier so viel über dieses Spiel erzählen, aber das wäre alles zu hastig, das vorne wegnehmen. Lou hat mich auch schon ein bisschen über das Spiel ausgefragt, viel habe ich nicht erzählt. Aber ihn interessiert das Spiel auch, er guckt das Let's Player auch. So, auf jeden Fall habe ich mich darüber nochmal informiert. Und die zweite Sache, was ich nochmal drüber nachgedacht habe, war meine Aussage vom letzten Let's Play von gestern. Hä? Kev, was laberst du eigentlich für Scheiße? Graubärte, nicht Graubärte. Die Graubärte sind die Leute vom Hochrodgar. Der Hochrodgar ist der Hals der Welt. Das hört sich voll bescheuert an für Leute, die dieses Spiel nicht spielen. Aber es ist, soll verkörpern, dass Hochrodgar der höchste Punkt ist, sage ich mal, im Endeffekt. Oh Gott, Alter, als ob wir jetzt deswegen voll sind. Dass das der höchste Punkt sein soll, ne? Auch wenn wir es gerade nicht brauchen. Und daher Hochrodgar eine Verbindung zwischen, wie soll ich das ausdrücken? Ja, zwischen dem Himmel, dann gibt's Kynarets Reich und eine, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll für Leute, die dieses Spiel nicht gespielt haben. Die Stimme, die wir hier gerade haben, das nennt man den Weg der Stimme, beziehungsweise... das ist richtig blöd zu erklären für Leute, die das noch nicht gespielt haben. Wir beschreiten hier den Weg der Stimme. Wir sind ein Drachenblut. Es gibt nicht viele Leute, die diesen Weg einschlagen können, weil du dafür ein Drachenblut sein musst. So, und ein Drachenblut hat die Ehre, den Weg der Stimme zu gehen. Der Weg der Stimme ist
der Einklang zwischen dem Äußeren und dem Inneren. Bedeutet, die Handlungen, die du außen machst, müssen mit deinem Inneren übereinstimmen, sage ich mal, grob erklärt. So, und diese Graubärte sind die Wächter des Hochrotka, also den Hals der Welt. Die betreuen und lehren dir auch diese Wörter, beziehungsweise helfen dir dabei, mit den Kräften umzugehen. So, das ist ja an sich eine ganz geile Sache. Das Einzige, was halt bloß ein bisschen Abfuck ist, dass wir da jetzt gerade noch nicht hingekommen sind. Und, ja, wie kann man denn die Geschichte dieses Hochrotka... Warte, das entdecken wir auch noch. Kurz zusammenfassen. Es gab einen Mann, der hieß Jürgen Windrufer. Ich bin mir da dem Namen nicht ganz sicher, ob es mit U oder Ü war. Werden wir aber auch noch im Laufe des Spiels erfahren. Der hat diesen Orden in Anführungsstrichen erfunden, beziehungsweise gegründet. Und dieser, wir können übrigens auch durchs Wasser, aber machen wir jetzt nicht. Unter Wasser kann man übrigens auch einige Sachen entdecken und sammeln. Ihr seht schon, ja. So. Und der hat diesen Orden gegründet, um halt diesen Weg, sag ich mal, ein bisschen zu verfolgen und diese Lehren überhaupt auszurufen. Dem Weg der Stimme, wie gesagt, dem Weg der Stimme. Eigentlich eine sehr, sehr schöne Umschreibung zu dem Ganzen. Und diese Graubärte sind sozusagen seine Lehrlinge gewesen, in Anführungsstrichen, und geben diese Lehre weiter. Es kann auch sein, dass dazwischen auch schon andere waren. Sie geben... Alter... Ja, ich hab so spät erst gehört. Die geben diese Lehren weiter und wollen halt ein Gleichgewicht bringen zwischen dem ganzen Himmel, Kynarets Reich und. Bam, Digga, du bist tot. Ja. Die Animation haben sie immer noch nicht verbessert. Das belastet mich so ein bisschen. Wir heilen uns jetzt natürlich nochmal. Und das lernst du bei diesen Menschen. So, und der Ulfric Stormantel, den ihr am Anfang gesehen habt, hat den Graubärten mal angehört, aber hat diese Lehre, in Anführungsstrichen, Lehre, ich sag's extra in Anführungsstrichen, hat er abgebrochen aus dem Grund, dass er einberufen wurde zum Krieg. Irgendwie so war da was. So, haben wir weg. Und deswegen zu der kaiserlichen Legion übrigens, ne? Also er hat zur kaiserlichen Legion gehört. Hat er aufhören müssen, das zu machen. Hier ist aber auch irgendein... Ja, genau. Feuerschleierhügel. Ich glaube, hier war sogar irgendwas mit Hexen und so, wenn ich mich nicht täusche. Ivarstadt entdeckt. Hier wollten wir eigentlich hin. Der blaue Pfeil ist übrigens von mir gesetzt als Wegpunkt. So. Jetzt suchen wir den Menschen, den wir hier aufsuchen sollen. Packen wir mal die Waffe weg. Der muss hier natürlich irgendwo sein. Können wir jetzt hier irgendwie den Ort an sich so... Ach Gott. Jetzt können wir auch... die Schnellreise machen. Habt ihr ja gesehen, jetzt haben wir es einmal entdeckt, ne? So. Und ich denke mal, was soll ich dazu noch großartig erklären? Ich denke mal, das reicht an sich, was man dazu sagen soll. Wir haben jetzt schon 8 Minuten 30. Gut, wird das auch ein bisschen weniger sein, weil ich habe vor der Begrüßung noch am PC rumgefummelt gehabt, bestimmt 30 Sekunden oder so, also sind wir so ungefähr bei 8 Minuten. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt noch offene Fragen habt. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr dazu Fragen stellen. Aber ich möchte nicht, dass das jetzt so Fragen wären wie, was passiert noch und so. Das werde ich euch nicht beantworten. Auch wenn ich es weiß, beziehungsweise werde ich es größtenteils natürlich wissen. Weil es euch ja im Let's Play dann die Spannung im Endeffekt nimmt. Warum ich hier lang gehe, ich möchte bloß den Berg da haben, erkunden. Und bam! Ach Gott, ich dachte, er stirbt direkt. Bats, Alter. Schöner Move. So. Ja, komm. Mal mit. Aber das Ding ist, wir sind gerade so voll, weil die Alte nicht herkommt. Ey, das regt mich mega auf. Das regt mich richtig auf, Leute. Das glaubt er gar nicht. Wildbret, weg damit. So. So, mehr wollte ich nicht. So, und wenn man jetzt klug ist, passt auf. Ihr seht ja, da die Dings waren nicht voll, ne? Wenn ich jetzt eine Stunde warte, ist meine Magie wieder voll. Mit einem dieser Tricks kann man etwas ändern, wo... Oder was viele Leute nicht wissen. Laufe ich hier schon wieder falsch? Ach, jetzt soll ich so... Ey, ihr wollt mich doch komplett verarschen. Ja, jetzt müssen wir doch hier hoch. Ich wollte gerade schon sagen. Oh, ein Troll. Da, ob wir den jetzt kriegen, weiß ich nicht. Aber es ist ein normaler Troll, der schwächer als der Eistroll, den wir in meiner Höhle getroffen hatten. Die sind immer ein bisschen schwächer.
Die Eisviecher sind allgemein stärker. Sehr schön gekillt. Sehen auch sehr brutal aus, die Viecher, habe ich, finde ich irgendwie so. Ist nicht. Wir heilen uns natürlich. So, Trollfett mitgenommen. Da war ein Hase, den hat er gejagt. Es wäre, wie gesagt, schön, wenn diese Frau mal langsam hierher kommt. Ich würde auch einmal zurückreisen jetzt, aber das würde mich dann wieder Zeit kosten und euch auch. Obwohl wir noch gar nicht so weit oben sind. Machen wir das und legen einmal unser Zeug ab. Wir haben nämlich immer noch keine 5000, oder? 4076. Langsam, aber sicher nähern wir uns unserem Ziel, Leute. Und im Weißlauf gab es jetzt auch nicht so viele Händler, die deine Rüstung annehmen. Aber ich könnte nach Riften gehen. Der Schnellreise. Ist ja auch noch eine Möglichkeit gewesen. Ah, das ist so dumm von mir. Ach, Leute, wisst ihr was? Wir machen das jetzt so. So. Bevor wir da jetzt ewig rumeiern, weil die Alte kommt echt nicht außer Eier. Wir machen schnell nach Riften, verkaufen ein paar Sachen. Ich blende euch an der Stelle mal was von Riften ein, während wir da jetzt hinreisen und werde dann wieder das Let's Play da fortführen, wo ich denn halt denke, dass ich es fortführen werden kann. Weil in Riften gibt es eine kleine Besonderheit und die möchte ich euch jetzt zeigen. Stehen bleiben. Ehe ich euch nach Rifton lasse, müsst ihr die Besuchssteuer entrichten. Für das Privileg, die Stadt zu betreten. Warum fragt ihr? Also gut, nicht so laut. Wollt ihr, dass uns alle hören? Ich lasse euch ja schon rein. So, ich bin jetzt in Riften, ihr habt die kleine Besonderheit gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt verstanden habt, worum es ging, aber wenn ihr in Riften ankommt, das ist eine Diebesstadt, eine richtig große Diebesstadt und viel Machereien, wo jeder jedem beklaut und, ne? Und das ist so der Grund, warum du direkt am Anfang, wenn du das erste Mal die Stadt betreten willst, deswegen habe ich es jetzt mal eingeblendet. Ach, schön, dass du auch mal auftauchst. Wirst du direkt gefragt, ob du... Ach nee, noch nichts nehmen. Wir machen jetzt, es ist abends, wir machen 8 Uhr morgens, 4 Stunden, also müssen wir jetzt circa 12 Stunden machen, also machen wir gleich mal 13 Stunden. Fredas. Dann müsst ihr denjenigen entweder bestechen mit Geld oder überreden und. Da gibt es viele Möglichkeiten, werdet auch im Spiel sehen, es kommt immer drauf an. Doch ein, zwei Tricks, wie man hier die Redekunst leveln kann, aber ich weiß nicht, ob das funktioniert noch. Grüße, werden wir gleich mal gucken. Kunde, darf ich euch meinen edlen Schmuck zeigen? Das machen wir jetzt erstmal nicht, weil das wird nämlich eine extra Quest. So. Werft einen Blick darauf. Wartet, das machen wir alles gleich, weil wir möchten erstmal ein paar Sachen verkaufen. So, weg damit. Axt von Weißlauf behalten wir. Das kommt weg. Kommt weg. Also Redekunst wird verbessert, ne? Kaiserlicher Bogen weg, das weg. Achso, der Jagdbogen war stärker, schwächer. Egal, Leute, brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. So, behalten wir erstmal und den Rest schmeißen wir weg. Verkaufen es so rum, nicht schmeißen weg. Und immer ein bisschen rechts auf das Gold achten, was derjenige hier noch besitzt. Schönes Schild, aber ja, ne, weg damit. So, weg damit, weg, weg, weg. Robe der Zerstörung, weg. Silberner Granatring brauchen wir nicht, obwohl wir die auch verzaubern könnten. Eigentlich schöne Sachen zum Verzaubern. Und dann auch noch relativ viel Wert, auch nach dem Verzaubern. Also eigentlich relativ dumm gewesen von mir. Aber egal. So, was könnten wir dir denn geben? Wir gucken nochmal kurz, was wir ihr geben können. Wenn wir... Passt auf, wir machen das so. Wenn ich hier sowas mache... Das möchte ich euch nicht anrechnen als Zeit, weil das kostet ja doch ein bisschen Zeit. Das wollte ich eigentlich immer offscreen machen. Dann werden wir das so machen, dass ich da immer ein bisschen Zeit dranhänge. Okay, machen wir das so. Ich denke, das ist auch in eurem Sinne. Leute, das sollte, denke ich mal, kein Problem sein. Das war... Gott, jetzt habe ich das auch noch angewendet. Dass ihr da Bescheid wisst. Machen wir das so, oder? Weil dann habt ihr es auch ein bisschen leichter und schöner im Allgemeinen im Let's Play. So, wir reisen jetzt wieder zurück, hierher. Oder können wir da... Nee, da können wir leider noch nicht hinreisen, oder?
Muss man ein bisschen aufpassen, weil man sieht die Zeichen auch durch die Berge. Und dann sind wir jetzt in Ivarstadt wieder schnell reisen, ja. So, sind wir wieder in Ivarstadt. Hat uns jetzt ein bisschen Umweg gekostet, aber naja, ist ja jetzt erstmal egal, ne? So, da hängen wir jetzt immer ein bisschen Zeit dran, wenn mal sowas sein sollte, damit ihr da Bescheid wisst. Und, ne? Machen wir das so. Ist, glaube ich, auch in eurem Sinne. Machen wir da heute mal eine Minute länger. Wie gesagt, da, das ist mir egal, ob wir das dann so machen. Bin ich sogar allgemein sogar dafür, weil ist es ja auch gut für euch und auch gut für mich, weil mich bockt das Spiel auch so hart. Nienwurz ist echt gut und sehr selten draußen. Also immer schön mitnehmen, Leute. Nichts liegen lassen. Passt auf, das Anquatschen, das machen wir dann mal extra. Da gehen wir mal in einer Extra-Folge in einigen Städten rein. Ich glaube, da kann man sogar eine Folge mit einer Stadt voll kriegen, je nachdem, wie groß die ist, um mal alle anzuquatschen. Oh, Mann. Spring. Nein, nicht langsam gehen. So, wo ist denn jetzt hier der Weg gewesen? Da. So. Und dann machen wir das so, ne? Da, 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 yeah. Wie er hier sitzt. Digga, was machst denn du? Ah, Leute, guckt ihn euch an. Er hat drei Augen. Sehr schön umgesetztes Artwork von den Sachen. Also, ich find's auf jeden Fall cool. Weiß nicht, wie ihr das findet. Klar, die Grafik ist nicht das absolut krasseste. Wie gesagt, ist ja eigentlich schon 5 Jahre alt, das Spiel. Bloß ein bisschen geremaked und die Maske neu aufgesetzt. Mods sind zugepackt und die Addons sind halt in Anführungsstrichen umsonst dazu. 50 Euro zum Beispiel für das Spiel bezahlt. Das wird jetzt auch zu den Black Friday Angeboten günstiger gewesen sein im Store. Sowohl als Xbox Spiel als auch als Playstation Spiel. Und die alte ist doch bestimmt wieder nicht hinterher. Alter, was macht die? Junge, Alter. Das ist so einer der Gründe, warum ich sage, ich brauche keinen Gefährten. Die kommen eh nie aus dem Arsch. So, er hier. Den klatsch ich mal an. Vor Wölfen, wenn ihr den Pfad nach Hochrotka emporsteigt. Habt ihr die Graubärte Davakin rufen hören? Was macht ihr denn da und besucht ihr die Graubärte? Was, wir fangen erstmal. Ne, wir fangen erstmal, ob er das gehört hat. Es klingt sehr befremdlich, wenn die Mönche das tun. Ich trinke mal einen Schluck. Nicht, was es bedeutet. Ich weiß, was es bedeutet, das kann ich euch auch gleich erklären. Ich bin gerne hier oben. Ich wandle auf den Stufen, meditiere über die Symbole. Umso besser, wenn ich unterwegs ein bisschen Wild erlegen kann. Okay. So. Besucht ihr die Graubärte, möchte ich noch wissen? Das ist nicht die Art von Leuten, die gerne Besuch empfängt. Aber ich klettere sowieso nie so hoch. Manche, die die Reise auf sich nehmen, lassen Nahrung oder andere lebensnotwendige Dinge für sie da. Versuchen aber nicht, sie in ein Gespräch zu verwickeln. Alles klar. Ja, die Graubärte leben also sehr abgeschieden. Und das kann ich euch auch schon mal sagen, es gibt ein paar, die gar nicht reden. Ich glaube, nur ein oder zwei von denen reden mit dir. Der Rest redet nicht mit dir und wenn, verstehst du es nicht, weil es halt die Drachensprache ist. Und die beherrschen ja alle die Drachensprache. Och, Mensch, wieder ein Bär. Oh! Das könnte jetzt natürlich gefährlicher werden, Leute, weil es ein Schneebär ist. Aber wir versuchen es natürlich. Sehen wir nicht ein, den machen wir platt. Haben wir easy getrackt, Leute. Guckt es euch an. So, können wir wieder einsetzen. Achso, bevor wir jetzt hier, ne, gehen wir weiter. Wir machen gleich den Stufenaufstiegs-Müll. In Anführungsstrichen. So, wir sind vollständig geheilt. Sind Stufe 28 und bei jedem Stufenaufstieg könnt ihr euch hier was aussuchen. Wir nehmen wieder Magiker. Ich mache jetzt erstmal alles auf 200. So, und dann haben wir noch Talente. Ihr kriegt immer ein Talent pro Stufenaufstieg, was ihr dann verteilen könnt. So. Dann gehen wir mal auf die Wiederherstellung, oder? Ach, das habe ich ja schon gemacht. Stimmt, stimmt, stimmt. Dann gehen wir auf die... Warte mal, die Schmiedekunst ist auch ganz wichtig. Gleich verbessern oder nicht? Oh, was war das? Schaltet ja jetzt schon was... Ah, ne, wir sind erst Stufe 20. Das ist natürlich ein bisschen belastend. Hier können wir auch nichts mehr machen, weil wir dafür Stufe 40 sein müssen. Beim 2 nicht, kann ich auch gerade nichts machen, großartig. Sind 20% schneller. Das ist echt sehr stark. Aber wie gesagt, man muss halt gucken, was man für einen Kampfstil hat. Angriff mit Schwertern, nee, das brauche ich jetzt nicht. Und Angriff mit Kriegsexen brauche ich auch gerade nicht. So. Ich höre doch schon wieder hier was. Ah! Das ist ein Eisgeist, Leute. Eine ganz coole Kreatur, finde ich jedenfalls.
sieht nice aus und fällt dann runter und lässt hier einen Eishaufen zurück, was auch sehr geil aussieht. Mega nice aus, Leute, oder? Also ich find's cool. Hat was. Und wir laufen jetzt weiter hoch. Jetzt schon bei fast 20 Minuten im Let's Play haben wir zwei Parts in Anführungsstrichen verschwendet. Ich hoffe, euch gefällt. Wenn nicht, wie gesagt, lasst nur einfach einen Kommentar da und sagt... Ey, rutscht doch nicht runter. Und sagt mir mal, ob ihr sowas in Zukunft sehen wollt. Ob ihr das in Zeitraffer vielleicht sehen wollt. Da müsste eigentlich gleich noch ein Troll oder sowas kommen. Oder ob ihr einfach wollt, dass ich dann sowas überspringe und offscreen spiele. Aber ich denke mal, der Sinn des Let's Plays sollte ja sein, dass ihr alles mitbekommt. Und deswegen wollte ich das eigentlich auch weiterhin so spielen. Aber ich möchte mich auch ein bisschen nach euch richten. Ne? Müsst ihr mir sagen. Und wir gehen jetzt natürlich weiter. Hier geht's kurz runter und dann wieder hoch. Ausdauer weg. Hä? Also Leute, was ist denn heute hier los? Versuch mal ein bisschen abzukürzen. Bis dahin, wo es geht, und dann geht es wieder nicht weiter. Ach Mensch, Leute. Aber manchmal muss man einfach bloß ein bisschen schräg laufen, dann geht es eigentlich immer. Sache ist bloß, wo lang muss ich jetzt genau? Beziehungsweise, ich hoffe, ich komme da jetzt auch bis nach ganz oben. Ja, ich kürze jetzt gerade wieder übelst ab. Es dauert sonst immer ein bisschen lange, muss ich sagen. Für mich an sich nicht schlimm, für euch als Zuschauer, ich glaube mal, ein bisschen belastend. Und das möchte ich euch natürlich auch nicht so antun. Ach Mensch, Leute. Nee, der möchte da nicht hoch. Ich sag's euch, ich versuche sogar gerade zu springen, weil so kommst du eigentlich immer hoch. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Leute. Alter, wollt ihr mich komplett verarschen? Nach ganz oben müssen wir ja noch gar nicht. Ey, mein Gott. Übrigens haben wir jetzt irgendeinen Eistroll oder Schneebären übersprungen, glaube ich. Weil wir nicht unten lang gelaufen sind. Da unten, da seht ihr, da ist ein Eistroll. Okay, wir haben ihn nicht übersprungen, der hat uns jetzt sowieso angegriffen. Und der könnte uns jetzt theoretisch, rein technisch gesehen, absolut zerstören. Da haben wir einen Bogen. Stimmt, ich habe den dann weggegeben. Ja, ne Leute, dann nehmen wir mal kurz die Axt und versuchen es. Ist runtergegangen, runtergefallen, wie auch immer. Ich möchte den aber jetzt eigentlich auch killen, muss ich ehrlich sagen. So, ach so, wir spielen jetzt mit einer Waffe, die die Seele von dem Troll nimmt, wenn er stirbt innerhalb von einer gewissen Zeit. So, das war jetzt auch, glaube ich, zu lang. Aber wir haben's. Hier können wir nichts machen. Die Mucke wird auch, gut, jetzt ist sie wieder weg. Wird immer etwas intensiver, immer. So, wir sind gleich da. Also den Part beenden wir noch. Wir kommen da auf jeden Fall noch an. Das ist jetzt so mein Ziel, was wir jetzt hier haben. Vorher beende ich den Part nicht. Und dann, ab dem nächsten Part, beginnt wieder das richtig Spannende. Dann war zwei Parts durch die Gegend gelaufen, Leute. Zwei Parts. Das ist schon echt ein bisschen hart. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. Aber das ist ja auch ein Teil des Spiels, habe ich ja jetzt schon ein paar Mal gesagt. Es wird auch noch einen Teil im Spiel geben, der mir damals auch so extrem lang vorkam, Leute, das glaubt ihr nicht. Der ist echt so lang. Da habe ich mich mit Tobi vorhin auch drüber unterhalten. Er hat ihn zum Beispiel nur die Hauptquest gemacht und nichts von den Nebenquests, weil in dem Teil kann man so viele Nebenquests machen, das ist unnormal. Und selbst wenn man nur die Hauptquest macht, verbringst du da sehr, sehr viel Zeit. Spannend, sieht sehr geil aus, aber ist halt sehr, sehr langwierig. Sehr langwierig. Das könnte man noch nicht mal in einem 6-Stunden-Livestream, glaube ich, schaffen. Oder? Ich weiß es nicht. Könnte man das schaffen? Ich denke mal schon. Oh, dann hätte man auch extrem wieder Parts vorgearbeitet, sage ich mal. Und ich möchte euch ja schon alles zeigen. Nicht, dass der mal heißt, wir wissen jetzt nicht, was du da gerade gemacht hast. Das ist dann schon ein bisschen scheiße. Möchte ich natürlich nicht. So, jetzt sind wir angekommen an Hochrotka. Schon ganz schön heftig. Zwei Aufgänge. Ah, hier steht noch eine Truhe. Leer. Okay. Da kann man Essen reinpacken und wir beklauen sie jetzt. Das ist schon echt ein bisschen belastend, ne? Ja, was heißt beklauen? Wir nehmen das mit, weil wir es einfach brauchen. Wir brauchen alles, Leute. Wir brauchen einfach alles. So, jetzt gehen wir mal rein. Sind schon Stufe 28. Sind jetzt in Hochrotka angekommen. So, Leute. So, und an der Stelle mache ich jetzt mal Pause. Da seht ihr ihn schon. Den wir ansprechen sollen. Ja, Leute.
Morgen geht's weiter. Morgen geht der richtig spannende Teil weiter. Und auch der Weg der Stimme fängt jetzt hier an. Und wir werden morgen, denn nachdem wir das hier gemacht haben, je nachdem wie lange wir brauchen, in ein paar Nebenquests einsteigen und die mal abschließen, damit wir da auch ein paar abarbeiten, sonst haben wir irgendwann eine ellenlange Liste. Ich habe mit Absicht keinen weiter angesprochen auf dem Weg und auch in den Städten nicht, weil sonst hätten wir jetzt eine Questliste, die wäre wieder gigantisch. Das haben wir jetzt mal mit Absicht nicht gemacht. Wir sind schon bei guten 25, 24 Minuten angekommen. Ich weiß nicht mehr genau, wie lange ich davor noch am PC rumgefummelt habe, wegen einer Einstellung. Ja. Bleibt und flieg. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen und ab. Morgen wird es wieder richtig schön spannend. Ja. Ich hoffe, euch gefällt das Let's Play. Wie gesagt, schreibt mir unten in die Kommentare eure Ideen rein, was ihr wissen wollt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein.